Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larache-Podcasts. Letzte Woche waren wir noch Auto unterwegs, gemeinsam mit Debbie und Rabea Schöneborn. Und diese Woche schwenken wir wieder entspannt und gemütlich in die wärmeren Gefilden. Servus Alex, hi. Schön wieder dabei zu sein. Markus ebenso, grüß dich. Servus, hallo. Und dieses Mal machen wir den Einstieg ein bisschen anders. Wir gehen direkt auf das, was interessiert, was die Leute hören wollen, schweifen nicht ab zu irgendwelchen Media-Geschichten, die sonst bei Marcel irgendwie auch total spannend und interessant wären, sondern wir kommen direkt zu den deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende. Und Marcel, nimm uns doch da nochmal ein bisschen mit, weil es war ja schon, wir hatten es bei deiner letzten Ausgabe gehabt, noch so ein bisschen, was steckt drin, wie sind jetzt genau die Regularien, wir sind sogar noch bei Markus, was war es für ein Thema, Steak oder irgendwas rausgekommen, weil das noch so bei Copy- und Paste-Fehler gewesen ist? Ja, wir waren noch, bei den Hygienerichtlinien für die deutschen Hallenmeisterschaften, wo alles Mögliche drin stand und auf 23 Seiten jedes Detail erläutert wurde, jeder Laufweg. Und das Brett musste abgewaschen werden. Von daher hast du ein Brett mitgehabt, ein Holzbrettchen, und das auch entsprechend sauber gemacht dann? Ich habe tatsächlich von Abendessen über Frühstück über Mittagessen alles in einer riesigen Tüte dabei gehabt, weil ich gedacht habe, vor Ort ist ja weder Frühstück möglich noch irgendwo was im Hotel essen. Deswegen war ich von vorne bis hinten ausgestattet, dass ich vor Ort außer dem Hotelzimmer nichts gebraucht habe. Ich war vorbereitet, um dann vor Ort festzustellen, dass es Frühstück gibt und Abendessen im Hotel, wie sonst auch. Aber ich glaube, das stand da auch drin, oder, dass es irgendwie Abendessen und Frühstück im Hotel gibt. Das kann gut sein, aber ich habe ja nicht mal die Nominierungsrichtlinie gelesen. Dann lese ich mir natürlich auch nicht durch, ob es im Hotel Frühstück gibt oder Abendessen. Aber da kommen wir noch drauf. Und wie war das jetzt? War der da alle im gleichen Hotel untergebracht oder wurde das vom DLV gebucht? Muss man das selbst machen? Also tatsächlich war es so, dass das nicht vorgegeben war. Das hatte mich auch erst überrascht, weil zum Beispiel bei dem Meeting in Karlsruhe, da war ein Hotel einfach geblockt und dann war klar, wenn man dort übernachten möchte, dann gibt es nur dieses eine Hotel. Jetzt in Dortmund war es einfach so, dass die Athleten, die gestartet sind, das waren quasi Geschäftsreisende und die Hotels haben generell auch für Geschäftsreisende offen. Das heißt, man konnte in Dortmund einfach aus einer Liste sich ein Hotel aussuchen, das grundsätzlich geöffnet hat für Geschäftsreisende und man konnte selbst dann eins buchen, das war nicht vorgegeben. Allerdings haben die meisten das gleiche Hotel gebucht. Es gibt ein Hotel, das ist nicht weit von der Halle weg. Das war letztes Jahr und ich glaube auch dieses Jahr das offizielle Meeting-Hotel in Dortmund. Und wenn man es schon kennt, dann guckt man gar nicht mehr groß links und rechts. Und dann haben sich die meisten Athleten, ich würde mal sagen, gefühlt 80% in diesem Hotel dann auch aufgehalten. Und da waren auch wir dann untergebracht oder haben uns dort dann eingebucht. Und weil ihr die Hygienebestimmungen angesprochen habt, ich muss wirklich sagen, so jetzt rückblickend auch und vom gesamten Ablauf fand ich das sehr positiv, wie es abgelaufen ist, sehr professionell. Es wurde auch das, was zumindest in den Kriterien drin stand, was man mitbringen muss, also den PCR-Test, dass man überhaupt einreisen darf, dann der Schnelltest, der gemacht wurde, dann, dass man vor Ort registriert wird mit einem QR-Code, sich online einloggt, quasi dass vor Ort immer festgestellt werden kann, wer im Wettkampfgelände ist und wann die Leute dieses auch wieder verlassen haben. Das war vor Ort alles da, wurde alles kontrolliert und wurde auch wirklich Schritt für Schritt so durchgegangen, dass man schon das Gefühl hatte, dass, also mein Gefühl war, dass man das jetzt nicht deutlich strikter oder professioneller noch hätte machen können. Das hat mich wirklich, ja, positiv überrascht. Klingt vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich fand es sehr professionell und Hut ab zumindest an die Organisation vor Ort. Ist wirklich alles reibungslos abgelaufen und es wäre keiner reingekommen, der keinen PCR-Test dabei gehabt hätte oder beim Schnelltest positiv gewesen wäre. Also es war gut abgeriegelt, gut kontrolliert und dementsprechend hat man sich auch relativ sicher gefühlt, was eine Ansteckungsgefahr angeht. Das fand ich wirklich sehr angenehm. Wenn auch das Ganze sehr aufwendig war, bestimmt. Ja, man kennt es ja auch von den Bildern jetzt beim Biathlon oder auch beim Fußball, wo die Trainer ja irgendwo die Maske am Kinn baumeln haben, dann umarmen sich dann alle und auf der Bank ist Halligalli. Das war ja im Kontrast zu den deutschen Hallenmeisterschaften, was ich jetzt vor dem Fernseher gesehen habe oder besser gesagt im Livestream. Also da war schon alles sehr gut geregelt und es haben sich, zumindest was man so gesehen hat, alle an die Regeln gehalten und es hat eigentlich schon einen sehr soliden Eindruck gemacht, so wie du jetzt auch vor Ort erlebt hast. Und wie viele Leute durften gleichzeitig in der Halle drin sein? Die Gesamtzahl kann ich gar nicht genau sagen. Also ich weiß, dass es eigentlich mal eine Regel gab, das war, glaube ich, in Karlsruhe noch so. Ich weiß aber nicht, ob die sich
A verändert hat, B in jedem Bundesland gleich ist. Da war mal eine Regel, dass nie mehr als, ich glaube, 300 Leute gleichzeitig, vielleicht sogar 100, bin mir gar nicht ganz sicher, in der Halle sein dürfen. Ich glaube, dass in Dortmund wahrscheinlich so eine Regel von 200 oder 300 eingehalten wurde. Ich weiß aber nicht, wo genau die offizielle Angabe ist. Das müsste man tatsächlich mal nachschauen. Aber es war zumindest so, dass jeder Athlet auch nur maximal einen Betreuer mitnehmen durfte. Der musste vorher auch registriert und angemeldet werden. Das heißt, jeder, der dort Einlass bekommen hat, stand auf einer Liste. Wenn man sich nicht registriert und angemeldet hat, ist man dort nicht reingekommen. Das heißt, das musste im Vorfeld geregelt werden. Die wussten genau, wer theoretisch kommen kann. Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite, Regulat Pro, vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an den man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. 4 Wochen, einmal Regulat Arthro und einmal Regulat Immune, und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus. Hierzu gibt es einen Kennenlerncode, mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles Weitere dazu auf regulat.com oder bei uns in den Shownotes. Kommen wir mal zum Rennen. Leider haben wir ja wieder nicht ganz so viel gesehen. Ja, die ersten, ich glaube, 300 Meter, irgend sowas. Und dann gab es wieder die bekannten Unterbrechungen mit, ich weiß gar nicht, was war diesmal, Weitsprung, irgend sowas. Und dann nochmal die letzten 300. Also dein Finish auf den letzten 50 Metern hat man gut gesehen. Die letzten 300 Meter hat man gar nicht gesehen. Das waren eher so die letzten 80. Das ist eine 200-Meter-Bahn der Halle. Das, man hat eigentlich gar nichts gesehen, was von dem Rennen jetzt spannend war. Im Titelkampf oder der Kampf um die Medaillen, das, keine Ahnung, wie das stattgefunden hat. Man hat eigentlich nur den Mohamed gesehen, wie er auf die Zielgerade einbiegt und Marcel knapp dahinter. Das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und es war die Vorbereitung, also hier die Startlinie, die wurde auch gut intensiv, die 2 Minuten abgefüllt. Also das fand ich geil. Und dass da jedes Gesicht so nochmal gefilmt wurde. Und ja, das ging ja wahrscheinlich auch so, ne? Mohamed sah geil aus einfach. Und das war schon so ein erstes Highlight an dem Wochenende, also für mich, ja. Absolut. Ich muss auch gestehen, dass es zumindest im Rennen aus meiner Perspektive immer so ein bisschen so aussah, als würde er irgendwie joggen. Also am Anfang war es ja auch gejoggt, es war ein sehr langsames Angangstempo, aber auch wenn er sich hinten aufgehalten hat und dann so ein bisschen, um sich eine Position zu verschaffen, nach vorne gelaufen ist, sah das nie so aus, dass er jetzt rauszieht und irgendwie Gas gibt, um nach vorne zu kommen, sondern es war mehr so ein Rausziehen und ein automatisches nach vorne Joggen, so im Gefühl. Und ja, wie gesagt, dann hat er eine gute 1,5 bis 2 Runden vor Schluss das Ganze in die Hand genommen, ist nach vorne gestürmt, nachdem aber die ersten 3 Runden des letzten Kilometers auch schon schneller geworden sind, und hat relativ schnell eine große Lücke gehabt. Und da war ich noch so ein bisschen im Pulk mit Martin Grau mitunter, dem Nils Vogt auch, der noch mit dabei war, und habe vielleicht auch ein bisschen zu lange gezögert. Aber so wie er weggestürmt ist, habe ich auch gedacht, da sehe ich wirklich kein Land mehr, wenn ich jetzt schon mitgehen würde. Tatsächlich bin ich dann am Ende noch mal ein bisschen an ihn rangelaufen. Aber es ist auch schwer zu sagen, er hat ja schon gejubelt, so 10 Meter vom Ziel, ob er wirklich platt war oder ob er es nicht vielleicht auch hat ein wenig austrudeln lassen. Das kann ich natürlich nicht sagen, ich habe danach nicht gefragt. Für mich sah es so aus, als wäre ich noch rangekommen, aber vielleicht würde er sagen, ja gut, aber das habe ich ja gesehen und ich habe es dann austrudeln lassen. Ja. Keine Ahnung. Aber der Rennverlauf war tatsächlich so, man hat es ja nicht gesehen, die ersten 2 Kilometer waren sehr langsam. Es ging los mit 2,50 bis 1,51 auf den ersten Kilometer. Der zweite war im gleichen Tempo. Es war viel Gerangel, viel Gestoße, viele Spikes-Nägel, die mit meinem Schienbein Bekanntschaft gemacht haben. Und die letzten 1000 ging es dann rund. Und wir sind dann so von einer 34er, 35er Runde auf 31er, 30er Runden gewechselt.
Und die letzten zwei Runden waren dann deutlich unter 30. Da ging dann quasi die Post ab. Und ja, ein typisches taktisches Meisterschaftsrennen, das am Ende wirklich Spaß gemacht hat. Hast du dich dann auch gut gefühlt hinten raus? Konntest du das laufen, was du erhofft hast, richtig mal Druck auf die Bahn geben? Ja, ich muss auch gestehen, dass ich tatsächlich im Rennen selbst ein bisschen überrascht war, dass das so gut funktioniert hat. Ich bin ein bisschen unsicher in das Rennen gegangen, einfach weil Karlsruhe überhaupt nicht gut lief bei mir, weil ich dann zwischen Karlsruhe und den deutschen Meisterschaften kein Rennen mehr bekommen hatte. Wir hatten ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich mich immer wohler fühle, wenn ich ein, zwei Rennen zum Aufbauen habe, um dann den Körper mal wirklich durchzupusten und in Form zu kommen. Das hatte dann einfach gefehlt und deswegen ja, war ich im Rennen dann überrascht, als die Post abging, dass ich doch ganz gut umschalten konnte von einem recht langsamen Tempo auf ein sehr schnelles Tempo. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also eine 2:30 zu laufen ist nicht die Kunst, aber von einer 2:50 direkt auf Knopfdruck zu wechseln, ist manchmal schwierig. Und das hat funktioniert. Und dann habe ich auch im Rennen gemerkt, dass ich die letzten zwei Runden noch mal ein bisschen drauflegen konnte. Und dann hat es auch einfach Spaß gemacht. Dann kommt ein Selbstvertrauen zurück, dann kommt auch der Spaß zurück. Und dann ja, hat das Rennen wirklich einiges an Selbstbewusstsein zurückgegeben und im Nachhinein wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich vielleicht nicht ein bisschen früher angezogen habe, weil hinten raus ich doch noch mal ein bisschen aufgelaufen bin. Aber eigentlich bin ich wirklich hochzufrieden. Ich glaube, das kannst du auch sein. Ja, und jetzt auch noch mit der EM-Nominierung, die jetzt noch rauskam, brandaktuell, brandfrisch, ist es ja auch nochmal ziemlich cool. Und wir haben es auch schon gerade gesagt, ne, das war auch so, du hast ja gar nicht mehr damit gerechnet oder für dich war das schon so abgehakt, dass du da nicht nominiert bist. Und dann auf einmal, wie von Geisterhand, kommt irgendwo eine Nachricht daher geflattert, ja? Die Geisterhand heißt Maximilian Torwart tatsächlich. Ich hab tatsächlich die Nominierungskriterien nicht im Detail durchgelesen. Bin ein wenig leichtfertig davon ausgegangen, dass die so sind, wie sie auch in der Vergangenheit waren. Dass es die DLV-Norm von 7 Minuten 55 gibt, die in der aktuellen Hallensaison gelaufen werden muss, plus die Teilnahme und ein gutes Abschneiden bei der deutschen Meisterschaft. Und mit dem Halbwissen im Gepäck bin ich vor dem Rennen und dann vor allem auch im Rennen davon ausgegangen, dass die Hallen eben kein Thema mehr ist, weil ja auch das Rennen dann nicht schnell war und mir auch klar war, dass es nicht klappt, von alleine da vorne weg zu stiefeln und enorm zu laufen. Da hätten andere auch mitmachen müssen. Deswegen hatte ich das abgeschrieben im Rennen, mich danach über den zweiten Platz gefreut und die Hallensaison gefühlt für beendet erklärt. Und dann erreicht mich eine Nachricht von Maximilian Torwart, der mich dann kontaktiert hatte. Ist dir denn nicht bewusst, dass du für die Hallen eben nominiert werden kannst? Dann habe ich erst gedacht, dass er ein bisschen verwirrt ist, vielleicht noch Jetlag von der Reise in die USA, ich weiß es nicht. Dann hat er mir aber die Nominierungskriterien geschickt und mir tatsächlich dann gezeigt, dass dort der Nominierungszeitraum bis auf 1,5 Jahre zurückdatiert ist für die Hallen-EM. Also man hätte sich theoretisch im Mai 2019 für die Hallen-EM im März 2021 qualifizieren können, zumindest was die Zeit angeht. Und das hatte ich tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm. Und als ich das dann gesehen habe, klar, dann wusste ich, dass die Zeit letztes Jahr aus der Halle mit 7:50 unter der Norm liegt, die Teilnahme mit den Deutschen erfüllt ist und dass es dann theoretisch möglich wäre, sich zu qualifizieren. Und habe mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass ich das nicht gesehen und auch nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat sich ein bisschen relativiert, als ich dann zumindest mitbekommen habe, dass auch der DLV das nicht so auf dem Schirm hatte. Habe mich dort dann gemeldet und gefragt, ob ich denn nominiert werden könnte für die Hallen-EM. Das stieß dann auch dort ein wenig auf Überraschung. Und nachdem dann aber die Nominierungskriterien gemeinsam nochmal besprochen wurden, ich meine Zeit nochmal aus dem letzten Jahr im Februar bestätigen konnte, wurde ich dann kurz vor knapp, eine Stunde bevor die Sitzung war, noch auf den Zettel geschrieben und tatsächlich jetzt nominiert. Und deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Maximilian Torwart. Er weiß es, er hat mehr als nur einen Gut. Er hat mehr als nur ein Gut bei mir, das habe ich ihm schon gesagt. Vor allen Dingen auch cool, dass es so just in time war, ne? Weil diese Sitzung, da hast du irgendwie noch eine Stunde vorher dort angerufen und ansonsten, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, ja. Aber einfach schön, dass das funktioniert hat. Es war wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt. Hätte er sich einen Tag mehr Zeit gelassen mit der Info, wäre es wahrscheinlich durch gewesen.
Ja, der Max ist halt auch immer up to date, ne? Ich meine, ich habe heute erst eine Nachricht gesehen von ihm, da ging es um diese Sexualstraftaten irgendwie beim Schwimmbadverband, Langstreckenschwimmen und so. Also er guckt schon viel nach links und rechts, was so los ist, ja. Das ist schon absolut, finde ich toll, ist mir auch aufgefallen, habe ich auch gesehen. Er hat sich auch dafür eingesetzt oder hat auch gesagt, dass, als er die Hallen-DM geschaut hat, genau das, was wir vorhin angesprochen hatten, die Läufe immer weggeschnitten werden oder so zusammengekürzt, dass man all die taktischen Spielchen, die dort passieren und die entscheidenden Rennmomente nicht mehr mitbekommt, und hat auch da zumindest mal das in Instagram verkündet, dass das einfach absolut daneben ist und dass man so auch die Läufe in Anführungszeichen ein bisschen kaputt macht, weil was soll der Zuschauer sich denn denken, wenn er den Startschuss sieht, sieht, dass ein Pulk loslegt zu laufen und sieht am Ende nur noch den Sieger ins Ziel laufen und auf Abstand den zweiten, dann wird ausgeblendet. Naja, dann denkt er sich zu Recht, was für ein langweiliges Ding, muss ich mir nicht mehr anschauen. Ja, das ist halt immer, es ist ein Mantra, ne, was man hier seit Jahren irgendwie fährt, und trotzdem müssen wir es wieder ansprechen, denn ich sehe es auch so, ne, das ist wie Füllmaterial, um irgendwie einen Stabhochspringer oder eine Weitspringer irgendwie eine Silhouette zu geben, ja. Und das ist irgendwie schade. Und ich meine, die Technik lässt ja locker irgendwie zu, dass man dann auch den einen Sprung und eine Vorbereitung dort irgendwo nochmal später mit reinschneidet, aber und dann lässt man halt den Lauf mal einfach zu 100% zeigen. Die Kameras, die schwenken ja eh mit und machen das ganze Programm. Die Leute sind engagiert, die sind bezahlt, dass sie dort schwenken und mitgehen und zoomen und was weiß ich alles machen. Und dann wird irgendwie von dem 7-Minuten-Rennen oder 8-Minuten-Rennen, ich weiß nicht, werden 2 Minuten gezeigt. Und das ist doch eigentlich bitter. Und vor allem auch für die Leute, die sich dort Mühe geben, ein tolles Bild zu produzieren, da würde ich mich auch nerven. Ja, man verpasst halt auch die Entscheidung in dem Fall. Absolut. Von dem Rennen war das, ich brauche ja auch gar nicht das ganze Rennen, aber wenn man so ein bisschen da fix ist in der Regie und sieht, ein bisschen Ahnung hat, wie das Rennen verläuft und sieht, okay, es ist jetzt noch langsam, braucht man es ja auch nicht bringen, die ersten 2 Kilometer meinetwegen nicht. Und dann sagt man aber, okay, die letzten 1000, jetzt muss es ja schnell werden. Das ist ja immer so bei so Meisterschaftsrennen. Dann bringt man die einfach. Irgendwann muss ja die Entscheidung kommen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja schon sehr viele Leichtathletik-Übertragungen in unserem Leben jetzt gesehen. Und ich erinnere mich wirklich an unzählige Momente, wo man die Hände ins Sofa krallt, weil man zum 20. Mal sieht, wie der Kugelstoßer das Magnesia in die Hände klopft und sein T-Shirt nochmal ausfringt und das Handtuch über die Schultern legt. Und man weiß, zumindest als laufbegeisterter Zuschauer, dass gerade irgendwo im 5000-Meter-Lauf die entscheidenden Szenen passieren und man schaut auf die Uhr und denkt sich, vergessen sie jetzt komplett den Zieleinlauf zu zeigen? Und das sorgt oft für mehr Frust beim Zuschauen, als dass man sich überhaupt darüber freuen kann, dass es übertragen wird. Ja, ist auch die Frage beim Weitsprung. Ja, und dann zeigt man ja auch die Achte noch ihren Fehlversuch und zeigt ja nochmal in Nahaufnahme das Brett, wo es jetzt irgendwie zu früh oder zu spät abgesprungen ist, wie sie sich mit ihrem Trainer unterhält. Und alles wird dann in einer epischen Breite gezeigt. Und ich meine, beim Lauf, da zeigt man nicht mal nachher die Medaillengewinner oder den Sieger. Man muss ja auch ein bisschen so relativieren. Beim Lauf, den Letzten, den würden sie auch nie zeigen, oder den Vorletzten, den würden sie gar nicht zeigen im Rennen, nur bei der Startvorstellung. Und beim technischen Disziplinen wird dann von jeder Versuch da hoch und runter gezeigt mit Zeitlupe und Detailaufnahmen. Ja, das weiß nicht, finde ich jetzt auch nicht ganz gerecht den Athleten gegenüber, gerade beim Laufen. Absolut. Und die Technik zeigt es ja auch beim Weitsprung, ne, dass man halt sehr schnell ist und irgendwie eine Rückblende machen kann und nochmal schnell das reinschneiden kann und dies reinschneiden kann. Und dann ist das nur ein Regieproblem. Und Marcel, ne, du mit deiner angestrebten Mediakarriere, du solltest schleunigst auf so einen Regiestuhl kommen. Das ist einfach mit mehr Verstand. Nein, also will jetzt niemand so nahe treten, aber mit mehr Läuferfäbel und Läufersympathie irgendwie ausgefüllt wird. So die, ja, mich würde wirklich mal interessieren, ob man sich da nicht auch mal Statistiken zu anschauen kann, ob das wirklich so geschnitten wird, weil die Regie sagt, naja, wenn wir den Lauf ganz zeigen, dann schalten uns die Leute immer weg. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber es ist ja auch genau so, dass ein Lauf lässt sich schwer in Einzelschnipseln zusammenschneiden. Ein Kugelstoßen, ein Weitsprung, ein Stabhochsprung, das sind ja immer ganz kleine, kurze Sequenzen. Die lassen sich problemlos im Nachhinein oder in Lücken oder
von mir aus auch bei einem 5000 Meter Lauf in den ersten 1 bis 2000 Metern wirklich problemlos da rein schnibbeln. Aber ein Lauf im Nachhinein irgendwie nochmal zu zeigen und Sequenzen reinzuschneiden, ist immer aus dem Zusammenhang gerissen. So ein Weitsprungversuch, der geht, sage ich mal, 15 Sekunden, den kann man zeigen und dann hat man den Versuch gesehen, hat die Weite, perfekt. Aber bei einem Lauf irgendwie zu sagen, jetzt nehmen wir mal hier 5 Sekunden und nehmen da 10 Sekunden, macht gar keinen Sinn. Also den muss man eigentlich wirklich zumindest in der Schlussphase, die letzten 4-5 Runden, den letzten Kilometer, ich finde den letzten Kilometer, den muss man bei einer Langstrecke sehen. Und bei einem 1500 Meter Lauf und bei einem 800 Meter Lauf darf man gar nichts rausschneiden, meine Meinung. Ja, klar ist so ein Zeitplan, klar ist so ein Zeitplan auch sehr, sehr eng gestrickt, ne? Die Entscheidungen, die kommen schon alle so sehr, sehr, sehr getaktet. Ja, das eine ist vorbei, dann kommt dann wieder schon die Vorbereitung auf den Sprint und so. Und dann will man natürlich auch den Spannungsbogen haben. Wie machen die sich, bereiten die sich vor, das Durchpusten, nochmal den Backen aufblähen, bla bla bla. Das ist natürlich auch toll, ja. Aber es ist aber auch schön, dass wir diese Sachen so super beschreiben können, ja, weil wir eigentlich warten, dass der Läufer wieder gezeigt wird und dann uns diese Szenen so eingebrannt haben, ja. Also du hast gerade von den Magnesium. Alex, was ist daran interessant? Dass ich Athleten sehe, die sich mit ihrem Trainer unterhalten. Ich habe keinen Ton, ich höre nicht, was die sagen. Ich sehe nur, die stehen an der Bande. Der Trainer hat eine Maske auf und man sieht jetzt auch nicht mal seine Mimik und der Athlet unterhält sich da und ich sehe das 20 Sekunden lang. Was habe ich davon? Gar nichts. Selbst wenn ich jetzt irgendwie absoluter Weitsprung-Fan bin, kann ich da nichts rausholen Inhaltliches. Das verstehe ich nicht. Also es ist auch kein schönes Bild, wie das angesprochene Magnesia vom Kugelstoßer, ich kann es auch nicht mehr sehen, aber es ist wenigstens noch was für die Kamera. Aber die Trainer-Athleten-Konversation, nur das Bild, das bringt mir gar nichts. Wisst ihr, was ich am schlimmsten finde? Und das ist auch oft der Fall gewesen. Wenn im Wurfbereich ein Werfer seinen Wurf ungültig macht, also jetzt nehmen wir mal so einen Speerwurf, der schmeißt den Speer raus und dann tritt er, weil er schon sieht, der geht daneben oder der geht nicht weit genug mit dem Fuß über die Linie und man weiß als wohlwissender Leichtathletik-Zuschauer, das Ding ist durch, da kommt keine Weite mehr, der ist ungültig. Und wenn dann die Regie drauf bleibt, dann frage ich mich wirklich, ob die Leute, die da drauf bleiben, was von Leichtathletik verstehen. Weil wenn man dann noch 20 Sekunden zeigt, wie der schon ungültig gemachte Versuch jetzt weiter verläuft und wie der Athlet dann noch irgendwie sich ein bisschen ärgert und das neue Magnesia wieder in die Hände klopft, dann denke ich mir, auf was wartet ihr denn jetzt noch? Es kommt keine Weite mehr, der Versuch ist ungültig, es kommt gar nichts mehr. Es schwenkt doch zum Lauf zurück. Wir müssen mal Statistik machen, was wird mehr gezeigt bei so einer Veranstaltung? Weiße Finger mit Magnesia oder Läufer? Naja, also ich will jetzt kein Geld draufsetzen. Da können wir schon jetzt sagen, nee, ich auch nicht. Ich hätte sogar einen Vorschlag, der DLV muss ja die komplette Leichtathletikbreite abliefern und abbilden. Und trotzdem mal zu fragen, sollte ein 3000 Meter Rennen in Gänze gezeigt werden oder nur zu, was weiß ich, die letzten 1000 Meter? Und vielleicht hat das ja dann auch, also ist die Bildproduktion ein bisschen an dem, was der Zuschauer sehen will, geht das ja dran vorbei. Und das wäre doch auch noch mal was, weil es würde mich wirklich interessieren, ob das Magnesia und bla für den Zuschauer spannender ist, ja, oder ob er denn doch, also ob die große Allgemeinheit und nicht nur so Nerds wie wir, auch tatsächlich die letzten 1000 Meter von einem 3000 Meter Rennen gern sehen möchte, ja. Müsste man mal eine groß angelegte Studie machen und durch die Straßen laufen und den Leuten Bildern von Magnesia-Händen zeigen und Bildern von einem Rennen und abstimmen lassen, was sie jetzt attraktiver finden. Ja, und dann, also wir als La Roche können es ja auch nicht machen, weil dann ist das Ergebnis auch klar. Von daher, das muss anonym ablaufen. Auf jeden Fall. Kannst du in Frankfurt im Bankenviertel auch nicht machen, weil die denken alle, die Leute haben Koks an den Händen. Und wenn sie die Läufer sehen, dann denken sie, die haben Koks im Blut. Ja, genau. Also, ja, es ist, wie es ist, aber trotzdem, wo gibt es die Inspiration zur Veränderung? Ja? Das wäre schon cool. Und ja. Ja, genug gemeckert, würde ich sagen. Was Marcel allerdings auch nicht gesehen hat, weil er nach seinem Lauf sofort wieder die Halle verlassen musste, sind die ganzen anderen Rennen. Und wir haben es davor schon angesprochen, Marcel, du hast sie danach dann nochmal als Leichtathletik-Fan auch schön brav nachgeschaut. Also das, was an den Schnipseln dann online gestellt wurde. Ich habe mir immer jeweils die ersten 100 Meter nach dem Startschuss und dann die letzten 80 Meter auf der Zielgerade ansehen können und habe mir dann kreativ überlegt, was dazwischen passieren hätte können. Aber jetzt muss ich auch sagen, die 800 Meter der Männer war schon eine Überraschung.
Absolut. Also nicht die einzige. Ich habe nicht die einzige Überraschung, nach dem Rennen die Live-Ergebnisse angeschaut. Und klar, als Leichtathletik-Fan macht man sich ja auch seine Gedanken vorher und überlegt sich, wie das Rennen ausgehen könnte. Und hat so ein Bild im Kopf, also hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Leichtathletik-Ergebnisse oder Live-Ergebnisse anschaut, man klickt wie verrückt immer auf F5 und wartet, bis das Ergebnis endlich einläuft, hat aber schon so ein Bild vor Augen, wie es eigentlich so grob aussehen müsste. Und das wurde jetzt bei den deutschen Meisterschaften doch manchmal ganz schön durcheinander geworfen. Also manchmal habe ich dann weit nach unten scrollen müssen, bis das, was ich eigentlich oben gesehen hatte, vor dem gedanklichen Bild dann aufgetaucht ist. Und das finde ich aber auch, um ehrlich zu sein, schön und auch spannend und auch toll an der Leichtathletik, dass man auch als Experte in Anführungszeichen immer wieder mal ganz schön überrascht werden kann. Und habe mich da wirklich auch einfach darüber gefreut, dass viele Ergebnisse auch unerwartet entstanden sind. Ja, ich habe auch jetzt davor in den Folgen immer gesagt, ja, Marc Reuter, 800 Meter, wer soll sonst gewinnen? Ja, ist jetzt nur Dritter geworden, und aber auch nicht Christoph Kessler hat gewonnen, was ja sonst der zweite Tipp gewesen wäre, sondern Oskar Schwarzer. Und das aber auch knapp. Knapp, ja, aber trotzdem auch wieder in der schnellen Zeit, 1,47, das ist der Jahrgang 99, also noch ein ziemlich junger Athlet. Das fand ich schon echt beeindruckend, wie der da ohne irgendwie groß, sag ich mal, den Älteren Respekt zu zollen, am Schluss an denen vorbeizieht. Das war schon richtig beeindruckend. Ja, ich fand auch das auch taktisch, ne? Ich meine, er reiht sich dort die ganze Zeit. Total beeindruckend, ja, wie schnell da alles durcheinander gewürfelt werden kann. Ja, ich hoffe mal, der Marc findet jetzt zur Hallen-EM wieder zu seiner Form vom ersten Rennen jetzt in Erfurt zurück, weil er ist ja schon auf dem Papier jetzt auch die letzten Jahre, was die Bestzeit betrifft, ein sehr guter Athlet und auch auf dem europäischen Niveau durchaus konkurrenzfähig. Vielleicht war es jetzt auch nur ein Ausrutscher, weil hinten raus die letzten 100 Meter, da stand er richtig, da ging er gar nichts. Obwohl das Rennen ja eigentlich gar nicht so schnell begonnen hat. 52 irgendwas war die 400 Meter Durchgangszeit. Das ist natürlich nicht langsam, aber es ist jetzt auch nicht brutal schnell. Das haben wir gesehen, ja. Auch angegangen. Deswegen hoffe ich einfach, dass er bei der EM wieder richtig fit an der Startlinie steht und dann dort ein bisschen vorne mitmischen kann, als natürlich alle deutschen 800-Meter-Läufer. Ja. Ich fand trotzdem auch Schwarzer cool, weil das halt so realtaktisch war. Ja? Ich meine, es war klar, er kann vielleicht um die Medaillen mitkämpfen und reiht sich dort souverän an dritter Stelle ein, geht einfach mit und schaut, was hinten raus geht. Und dann ist halt die Überraschung immer gegeben. Ist einfach, ich mag sowas, ist cool. Ich glaube, das ist auch, das wollte ich noch sagen, generell in der Leichtathletik und auch bei solchen Läufen, das geht mir selber auch manchmal so, gar nicht so leicht ist, auch wenn man es schon lange macht, wenn man jetzt gerade in einem Trainingslager war und hart trainiert hat und nochmal Spitzen gesetzt hat, dann kann das manchmal um ein paar Tage hin oder her sein, dass man wirklich noch irgendwie in einem Loch von einem harten Trainingsblock steckt, vielleicht manchmal auch ein bisschen länger, als man erwartet hätte. Und wenige Tage später das Hoch erst kommt und man in so einem Loch dann vielleicht auch mal so eine Meisterschaft irgendwie trifft. Das ist den Besten schon passiert und passiert auch immer mal wieder, dass sich das ein bisschen verschiebt. Und ich glaube, auch Marc hatte sehr gut und sehr hart, so wie ich das mitbekommen habe, trainiert, war in Doha, wenn ich es richtig gesehen habe. Und mal sehen. Also ich bin gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht Richtung Hallen-EM die Form auf jeden Fall wieder nach oben geht und es da richtig kracht. Also da ist, glaube ich, schon alles möglich. Was auf jeden Fall funktioniert bei Oskar Schwarzer, bei seinem Verein TV Groß-Gerau, ist der Trikotsponsor. Da steht Café Benjamin drauf. Ja, es ist wahrscheinlich irgendein Café dort in Groß-Gerau oder in Trebur oder irgendwo dort in der Ecke. Und da kennt man schon ein bisschen, dass ein Dorfverein ist, dass er irgendein Café Werbung macht. Und aber irgendwie, ich habe zu irgendwann letztens noch gedacht, wie heißt er nochmal, Benjamin? Aber nein, er heißt Oskar, es ist das Kaffee Benjamin. Aber es hat sich zumindest in meinem Kopf visuell gut eingebrannt. Gutes Sponsoring. Manche halten Energy Drinks ins Bild und er trinkt halt vorher einen Kaffee von Kaffee Benjamin. Ja, und ist hier nicht Tim Stegemann und hier in Erfurt, die da auch so einen Kaffee jetzt eröffnet haben? Doch, ich glaube, die haben ein eigenes kleines Kaffee und bieten den auch immer wieder mal an. Ich habe es tatsächlich noch nie live gesehen, aber ich sehe das immer auf Instagram, dass sie jetzt Pullis verkaufen und in dem Kaffee irgendwie so Meetings haben. Also da voll auf was die Zukunft.
Pullis, T-Shirts, Mützen, Kaffeebecher, alles wird verkauft. Alles, was man braucht, ja. Also nächsten Podcast sollten wir mal dort aufnehmen, wenn es erlaubt ist wieder. Das und ich finde es sympathisch, wenn Kaffees, so heißt es ja, einen Espresso für, was weiß ich, 1,30 €, 1,40 € oder sowas machen. Das, weil der wirklich klein ist. Ich finde das ja unverschämt, in Restaurants für 2,20 € einen Espresso oder sowas anzubieten. Und da Lob, ich glaube, ich habe das Preisschild gesehen auf Insta, 1,50 € oder sowas. Also das ist oberste Grenze, ja. Aber es ist auf jeden Fall die 1 und nicht so ein blöden Hotel-Quatschpreis, der irgendwie total sinnlos ist. Das können wir erst richtig beurteilen, wenn wir den Espresso probiert haben. Ja, also dann, da kommt in Erfurt und vielleicht machen wir dort eine Gastfolge mit denen. Das ist halt auch lustig. Ja. Sobald das erlaubt ist, machen wir das. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das könnte sehr lustig werden mit den Jungs. Markus, trinkst du überhaupt Kaffee? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich. Ich habe mir erst letztens eine neue Kaffeemaschine gekauft, weil die alte kaputt gegangen ist. Weil so Filterkaffee, so mit Durchlaufen? Ja, Filterkaffee. Allerdings habe ich jetzt so eine, die... Nein, da kannst du, bist hier out. Das geht nicht. Nein, überhaupt nicht. Filterkaffee kann schon durchaus gut schmecken. Ich habe jetzt so eine, wo irgendwie das Wasser von oben nach unten durchläuft und nicht von unten mit Druck nach oben durchgeschossen wird. Und hat die dann auch so 93 Grad Brühtemperatur, dass die Aromen sich optimal entfalten. Also da schmeckt auch der Filterkaffee richtig gut. Also mir schmeckt der besser als dieser Kaffeecreme aus so Vollautomaten. Kann ich nicht trinken. Und hast du Kaffee Rondo? Kennst du das? Das ist nee. Der Aldi-Kaffee für 2,89 €. Ach so, ja. Rondo. Nee, den trinke ich nicht. Kannst du dir merken, Rondo, ich dachte immer, es ist ein Tanz oder so, aber das ist die Rumba, ne? Aber Rondo, naja, egal. So, also. Jetzt wollen wir noch wissen, was Marcel für Kaffee trinkt. Ja. Also, ich habe angefangen, so wie ihr, mit ganz normalem Filterkaffee. Das gibt es auch nach wie vor regelmäßig, aber ihr kennt ja auch den Philipp Reinhardt sehr gut. Der hat mich regelmäßig darauf hingewiesen, wie man richtig guten Kaffee macht. Ist da ja wirklich ein richtiger Kaffee-Fetischist. Und immer, wenn er irgendwie mitbekommen hat, dass ich Kaffee trinke, hat er immer den Kopf geschüttelt, mir geschrieben, dass ich doch ein absoluter Anfänger bin, was das angeht, und gezeigt, wie man richtigen Kaffee macht. Eigentlich hat er gesagt, muss dazu eine richtige Siebträgermaschine her. Da muss eine automatische Mahlmaschine mit verschiedenen Stufen, wie fein man dann die Bohnen mahlen und zerkleinern kann. Das habe ich alles nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Das habe ich geschenkt bekommen von Hanna. Und zwar ist das ein Gerät, da macht man unten Wasser rein, setzt das Pulver drüber, schraubt es zusammen, stellt es auf den Herd und dann kocht das Wasser von unten durch die Pulverebene durch und der Kaffee schießt nach oben dann so eine Espresso-Kanne. Espresso-Kocher, ja. Espresso-Kanne. Aber es ist zumindest so groß, dass mehr rauskommt als nur ein bisschen Espresso. Also es ist schon so, dass man komplett eigentlich dann, vielleicht trinke ich auch immer die dreifache Espresso-Menge. Ich habe immer gedacht, da kommt auch ganz normaler Kaffee dann durch. Aber ich muss auch gestehen, es pfeift schon ordentlich rein, wenn ich das trinke. Ja, vor allen Dingen, das ist eine Espresso-Kanne, ne? Das ist ja wirklich, also dann schon stärker. Aber es ist schön, als Läufer kann man das ja abends wieder verpulvern, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut, ja, das ist gut. Aber jetzt, welches Rennen machen wir weiter? Ich meine, Koffeinschock vor dem Rennen hat wahrscheinlich auch Homer Tesfaye bei den 15 Meter bekommen, weil ich meine, sein Antritt nach, 800 Meter, da hat er mal eine 56 auf 400 eingestreut. Da wollte 27,8 auf 200 oder so. Ja, das war schon, da wollte irgendwie keiner mitlaufen. Oder konnte keiner mitlaufen, ich weiß nicht ganz. Und man kann auch nicht sagen, die Taktik hat nicht funktioniert, weil er hat Silber gewonnen. Es waren viele starke Läufer am Start. Ja, und die EM-Norm ist gefallen. EM-Norm, gut, die hat er schon davor gehabt. Die ist, glaube ich, dieses Jahr schon gelaufen. Irgendwo in Frankfurt bei so einem Kader- und Berufssportler-Meeting. Aber es war auf jeden Fall ein richtig spannendes Rennen auch nochmal hinten raus, war doch knapp, dass der Marius Probst sie noch geholt hat auf der Zielgeraden. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass es taktisch von dem schlecht war, vom Homio. Ich hatte die Diskussion auch im Büro gehabt, da wurde da ein bisschen wieder, nicht gelästert, aber so ein bisschen geschmunzelt, weil das wieder eine typische Homio-Aktion war. Aber diesmal wäre es ja fast aufgegangen. Ne? Markus, du kannst dich auch an Blitzhausen erinnern, wo auch mal ein Florian Ort und so ganz schön genervt war, weil er halt das 5.000, oder was, ein 10.000 Meter Rennen? 10.000 Meter Deutsche Meisterschaft, ja.
total das zerstört hatte. Ne? Die wollten noch so ein bisschen auf Normjagden gehen oder sowas. Und Omiyo tritt dort einfach an und sprengt alles und nichts war es mehr mit Taktik. Ja? Also ich fand es also, auch so, das kann man machen. Ihr erinnert euch ja auch noch an das Rennen, wo diese Sprengung zu 15 Liegestützen im Zielbereich geführt haben. Ich finde es dann doch gut und auch schön, dass zumindest das nicht mehr möglich ist, sondern dass sowohl Marius jetzt in dem Rennen bei den Deutschen als auch in den letzten Jahren Timo Benitz immer wieder dafür gesorgt haben, dass die Liegestütze zumindest wenig Raum bekommen und teilweise einfach dann auch nicht mehr möglich waren. Und ich habe wirklich in dem Rennen, wenn man sich das anschaut und wenn man sich das Video anschaut, Bauklötze gestaunt, wie weit Marius in der letzten Runde noch von Homio weg war. Und die war bei Homio ja trotzdem nicht langsam, die letzte Runde. Und wie er daran geschossen ist. Und das, wenn man ihn beim Laufen sieht, irgendwie relativ locker. Also er sieht nicht so aus, als würde er jetzt da komplett knautschen und das letzte Körnchen aus sich rauskitzeln, um da ranzukommen, sondern er fliegt da förmlich ran, läuft wahrscheinlich die letzte Runde in einer guten 26 und sieht aber irgendwie aus, wie wenn er noch zwei Runden dranhängen könnte. Und das finde ich bei ihm immer so beeindruckend. Während, wenn man sich mal wirklich Zieleinlaufbilder anschaut, von Rennen, in denen Marius gelaufen ist, alle zerknautscht auf der Zielgeraden. Und bei Marius denkt man immer, er hängt noch zwei Runden dran. Das finde ich wirklich beeindruckend. So Leute gibt es ja oft. Das hast du ja auch bei dem Jakob Ingebrigtsen. Dem siehst du ja auch die Anstrengung meistens überhaupt nicht an. Oder auch beim Radsport. Alex, den kennst du ja auch, den Sepp Kass. Der fährt ja auch die Berge hoch für Jumbo Visma. Und der hat ja nie irgendwie eine Anstrengung auf dem Gesicht. Und dann trotzdem muss er irgendwann abreißen lassen. Also dem siehst du das auch überhaupt nicht an. Weil ich habe mir auch schon öfters überlegt beim Laufen, gerade bei Jakob Ingebrigtsen, ist es jetzt wirklich so locker für ihn oder kann er eigentlich noch? Aber ich glaube, man sieht es nur nicht, aber er ist dann schon richtig fertig. Habt ihr das Rennen in Liévin gesehen von ihm, als er die 1500 Meter in 3:31 gelaufen ist und das aber erst in den letzten vier Runden wirklich Richtung Weltrekord gesteuert hat und davor noch so getan hat, als würde er mit den anderen auf Augenhöhe im Feld mitschwimmen? Ja, das war von einem anderen Stern eigentlich die Performance dort, ja. Wenn man in den letzten vier Runden dem Lewandowski 4 Sekunden abnimmt und dann im Zieleinlauf direkt im Interview sagt, dass das extrem locker heute war und dass da noch mehr geht, während man 300stel oder 400stel vom Weltrekord weg ist, dann kann man wirklich sagen, dass es von einem anderen Stern ist. Ja, aber ästhetisch ist natürlich Marius vom Stil her einfach durch auch eine andere Körperproportion. Das schon irgendwie einfach, fandst du, so ein geiler Typ, kann man schön anschauen, ja. Und Jakob ist ja immer so leicht nach vorn gebeugt mit dem Oberkörper. Und Markus, wir hatten es ja auch dann, ich glaube, mit Hendrik so besprochen, ne, dass das halt auch, was die Haltung betrifft, das sieht immer so ein bisschen trampelig aus, ne, wenn man jetzt mal das Böse formulieren würde. Aber es ist halt schon wahrscheinlich einfach, das, so musst du halt laufen, ja. Leicht nach vorn und dann immer Druck auf dem Vorfuß oder so. Ich weiß nicht, also jetzt, wir sind jetzt keine Bewegungswissenschaftler. Das sieht dann halt nicht ganz so elegant aus. Ja. Bei Marius dort irgendwie so relativ aufrecht, lange Beine. Das ist cool. Ja. Wie die laufen, jetzt? Die Ingebrigtsens laufen relativ ökonomisch, würde ich es beschreiben. Also, dass sie jetzt auch nicht übertrieben viel Kniehub machen oder übertrieben anfersen, sondern schauen, dass die Bewegung nach vorne geht und nicht irgendwie auf die vertikale Achse. Ja. Aber ich finde, bei den Ingebrigtsen sieht es immer nach harter Arbeit aus, was es sicherlich auch ist. Und bei Marius sieht es wirklich nach Fliegen aus. Also er ist sicherlich genauso platt wie die anderen auf der Zielgerade, aber sieht einfach so locker aus. Ich glaube, Pokerspielen mit dem Jungen ist kein Spaß. Also hier nochmal die Empfehlung, schaut euch das an, die letzten 200 Meter. Das ist schon cool. Und wie er das auch geil aussteuert, ne? Dass es halt genau aufgeht und dass er dran glaubt, dass er weiß, er kann das und so weiter. Also fand ich geil, ja. Also, dass Marius auf den letzten 5 Metern on point sich das Ding schnappt und für sich entscheidet, nachdem er vor der letzten Runde weit vom Führenden entfernt ist, das ist ja in vielen Rennen ja schon gelungen. Mitunter ja auch bei dem Europameistertitel in der U23. Ja, also wir verlinken das nochmal und schaut es euch an, genießt es. Das müssen wir nicht noch. Eine Augenweide, ja. Ja, nicht ganz so gut ausgesteuert waren die letzten 200 Meter von Christina Hering über die 800 Meter. Jo, die ist, glaube ich, 35 Sekunden oder so gelaufen auf der letzten Runde. Da ging irgendwie nichts mehr. Ich
hatte schon irgendwie zwischendrin das Gefühl, sie hat sich vielleicht irgendwie verletzt oder gezerrt oder irgendwas. Aber anscheinend war da einfach der Ofen aus, weil war schon jetzt nicht überraschend, dass die Tanja gewinnt, aber dass Christina Hering dann doch nur Fünfte wird, hätte ich so nicht erwartet. Oder wie geht es da mit dir, Marcel? Eins der Ergebnisse, die ich auch wirklich sehr überraschend fand. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, man hat immer so ein Bild vor Augen und ich glaube, die 800 Meter, die Tanja hatte das auch nach ihrem Rennen im Interview gesagt, waren seit 2014 fest in Münchner Hand. Ich glaube, seit 2014, sie hatten es mal nachgeschaut, und 2015 war bei deutschen Hallenmeisterschaften über 800 Meter immer eine Münchnerin vorne, meistens Christina. Und das war ja wirklich schon fast so ein Dauerbrenner. Und so hatte ich, also dass es jetzt ganz so klar ausgeht, hätte ich nicht gedacht, weil sowohl Tanja als auch, gut, Kati Trost ist jetzt die 15 Meter gelaufen, aber zumindest Tanja wirklich fit ist, auch schon gezeigt hat im ersten Rennen, dass man mit ihr absolut rechnen muss. Dass es da eng wird, hatte ich schon gedacht. Dass es aber dann so kommt, dass Christina deutlich weiter hinten landet, war absolut überraschend. Also da habe ich die Ergebnisliste gesehen und habe gedacht, wie war das Rennen? Man hat sich es gar nicht vorstellen können. Und ja, zeigt auch, dass die Münchner Mädels auch Menschen sind und dass es mal schief gehen kann und dass das einfach kein Gesetz ist, dass sowas auch immer dann durchrutscht. Und ich glaube taktisch, ich weiß es nicht, ja, was für Gedanken da dahinter stehen, aber taktisch hat sie es, glaube ich, schon richtig gemacht, weil sie ist ja sehr groß und ich finde es ohnehin bewundernswert, als sehr großer Mensch in der Halle zu laufen. Es machen viele einfach nicht, weil es wirklich in den Kurven und vor allem auf 800 brutal ist, da wirklich das alles so anzusteuern, dass man da keine Schwierigkeiten hat. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass sie das von vorne macht und würde das, glaube ich, an ihrer Stelle auch tun, weil es dann auch in der Halle grundsätzlich schwer ist zu überholen, weil man dann wirklich auf Bahn 2 teilweise 3 ausscheren muss, um vorbeizukommen. Dass sie die letzte Runde dann nicht halten konnte, hat mich überrascht, ja. Das, wie gesagt. Also ich glaube, es ging auch noch ein bisschen um die Norm, ja, EM, wo sie ja das jetzt zweimal schon knapp dran vorbei war. Stimmt, sie hatte sie aber auch aus dem letzten Jahr. Ah, okay, ja. Das ist ja das. Also Christina ist ja auch nominiert. Ja, das hatten wir, waren ja alle auf dem falschen Dampfer. Sorry, dass ich das nochmal hier. Wie gesagt, kann ich nichts dagegen sagen. Ich wusste ja. Ja, so war das Rennen, ja. Offensiv und dann hinten raus gestorben. Das war nicht die einzige, der das passiert ist, ja. Nee, absolut nicht. Aber wie gesagt, überraschend war es natürlich trotzdem. Ja, und ähnliche Taktik auch bei den 1500, ja, von Kati Kranz. Fast schon gewohnt, wie der Kati das so läuft. Das versucht sie ja schon relativ häufig, dass sie das einfach gern hat, ne? Markus hat sie auch mal im Interview irgendwo gesagt, ja, dass sie das lieber so von vorn gestaltet, ihren Ding, ihren Trott rennt, dass ihr das irgendwie mehr liegt, ja. Ja, das schon, aber ich fand es dann auch überraschend, dass die Gesa am Ende des Rennens gewinnt, doch gegen die 1500 Meter Spezialistin, also gegen die Kati und die Kati Trost, die ja auch auf den 800 zu Hause ist. Ja, weil ich meine, die Zeit 4:12 ist natürlich jetzt nicht schlecht, ist auch nichts Besonderes für deutsche Meisterschaften. Und die Gesa ist ja jetzt auch Hindernisspezialistin und da hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass sie am Ende dann doch so deutlich das Rennen gewinnen kann. Ja, ich denke auch, ne, denn auch so von, also man darf ja eigentlich maximal irgendwie eine Medaille einräumen, ja, wenn man jetzt gar ganz hart das so rangeht, ja. Aber eigentlich ist das jetzt natürlich schon, ja, äußerst überraschend, dass sie da den Titel holt, ja. Also das, vielleicht hätte man wetten sollen. Ja, wer hat die Hanna jetzt? Es war ja mit Ankündigung. Stimmt. Echt? Ja. Hat sie gesagt, der Titel war, also was heißt Ankündigung? Ich hatte ein Interview gelesen, in dem sie gesagt hatte, dass sie jetzt so oft Zweite geworden ist bei deutschen Hallenmeisterschaften. Ich glaube, vor 5 Jahren hat sie mal die 3000 Meter gewonnen, sonst war sie immer Zweite. Und in dem Interview hat sie gesagt, dass sie jetzt schon gern mal diesen zweiten Platz auslöschen möchte und mal den deutschen Hallenmeistertitel mit nach Hause nehmen möchte. Dann hatte ich nur noch mitbekommen, dass sie von 3000 Meter umgemeldet hatte auf 1500 und dann trotzdem auch gedacht, klar, aber ein Spaziergang gegen Kati Kranz und Kati Trost ist das ganz sicher nicht. Sie sind ja auch in Karlsruhe schon gegeneinander gelaufen, wo die Kati Trost dann das Rennen für sich entschieden hatte.
Und ja, fand es dann schon eine Ansage, dass sie gesagt hat, sie will jetzt den Titel mitnehmen. Und dass es dann so kommt, Hut ab, das anzukündigen und dann umzusetzen. Zumal sie vorher, glaube ich, 5, 6 Rennen schon gemacht hatte innerhalb kürzester Zeit. Also alle 2, 3 Tage ist sie, glaube ich, am Start gewesen. Und irgendwann geht das ja auch an die Substanz. Und das schätzt der DG ist ja auch immer ein bisschen, zumindest geht es mir so, das sieht auch nicht so schnell aus, aber dann schaut man auf die Rundenzeiten und dann kann die schon auch mal eine 30er, 31er Schlussrunde rennen, ja. Absolut, das hat Hanna mir auch gesagt, die sind ja auch mal gegeneinander bei den deutschen Meisterschaften draußen gelaufen, die 5000 Meter, wo es sehr knapp ausging. Und hat sie auch gesagt, davon absolut nicht unterschätzen, die Gesa kann am richtigen Tag wirklich hinten raus richtig, richtig Speed drauf haben und auch so eine 60er Schlussrunde dann mal raushauen. Oder eine 30er Schlussrunde jetzt in der Halle. Ja, aber das Programm bei ihr ist schon üppig gewesen. Ich hatte jetzt so ein bisschen überlegt, ob das auch, sie ist ja glaube ich auch gestern gerannt, ne, noch in Madrid. In Madrid, ja. Und da auch wieder über die 1500, dass sie so eine intensive Hallensaison macht. Also das hat natürlich alles Strategie und Langfristigkeit Richtung Olympia und letztes Jahr wenig Rennen. Also ich mag das ja grundsätzlich, wenn Leute irgendwie in den Wettkampf gehen und laufen und sagen, hier, ich stelle mich dem, ja. Das ist ja auch irgendwie, deswegen trainiert man ja auch, ja, und nicht dann irgendwie auf den einen geilen Wettkampf hoffen und dort alles drauf ausrichten, ja. Also ausgerechnet jetzt beim Marathon, da geht das natürlich nicht anders, aber es gibt ja auch so Leute, die dort immer sagen, das eine 5000 Meter Rennen oder sowas und dann wieder ewig nichts. Also ist ja auch Typsache. Ist ja auch wirklich Typsache. Manche vertragen viele Wettkämpfe oder brauchen auch sehr viele Wettkämpfe, um reinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Gesa jemand ist, der ein paar Aufbaurennen braucht, um dann wirklich das abzurufen, was man im Training vielleicht schon umgesetzt hat. Gleichzeitig ja, gibt es auch Typen, wenn man es dann den Bogen überspannt und zu viele Rennen macht, dass man dann irgendwann in ein Loch kommt und irgendwann einfach müde wird, weil dir bricht ja immer bei so vielen Rennen das Grundlagentraining weg. Also man macht ja wirklich das Rennen, 2 Tage locker, wieder ein Rennen. Man hat ja immer nur diese wettkampfspezifischen Läufe. Und irgendwann, so zumindest meine Erfahrung, kippt es dann und man merkt dann, lange keine Tempodauerläufe gemacht, lange keine längeren Tempoläufe gemacht. Die Erholungszeit braucht ein bisschen länger irgendwann. Also es gibt so einen Moment, wo das kippt und das ist sicherlich bei jedem aber auch unterschiedlich. Das ist das einzige Rennen, das ich sehen konnte, weil die 3000 Meter der Frauen direkt natürlich nach den 3000 Metern der Männer kamen. Und das war für Hanna und für mich recht schön, weil sie stand quasi schon kurz vor der Bahn, als wir gelaufen sind und konnte dann mein Rennen sehen. Und als wir gerade von der Bahn geführt wurden, ist dann Hannas Rennen gestartet. Das heißt, wir konnten zumindest in der Halle das Rennen des jeweils anderen sehen. Das war cool. Und das war zumindest auch, was Platz 2 angeht, fand ich sehr überraschend. Da ist eine Triathletin, mal mir nichts, dir nichts, bei einem Hallenstart sowohl Hallen-EM-Norm gelaufen, als auch auf dem Silberrang ins Ziel gekommen und mitunter sogar kurz in Führung gewesen und versucht, das Feld ein bisschen auseinander zu sprengen. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert in dem Rennen und hätte man vorher sicherlich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, sie startet jetzt auch gar nicht bei der Hallen-EM oder hat da verzichtet, weil sie sich da auf den Triathlon weiter vorbereiten möchte, aber war doch ein Überraschungsmoment, sowohl, glaube ich, auch für Hanna als auch für Elena. Fand ich spannend zuzusehen und spannend auch, dass das so aufgemischt wurde. Fand ich wirklich cool. Für mich war es auch überraschend nachher, dass die Laura Lindemann Zweite wird. Ist auch hinten raus richtig stark gelaufen. War also sportlich völlig überzeugend, ihr Auftritt bei der halben DM in Dortmund. Was ich jetzt nicht ganz so cool finde, generell, dass sie ja gut laufen darf oder dass sie dort an den Start geht, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil das heißt ja, es dürfen nur Kaderathleten starten bei deutschen Hallenmeisterschaften. Gut, sie ist im Triathlon Olympiakader. Ja, aber ist halt schon eine andere Sportart und es gibt ja auch Athletinnen, habe ich jetzt zumindest gelesen, von der Svenja Pinkfang zum Beispiel, die wäre auch gern an den Start gegangen, gab ja dann einen riesen Hickhack mit dem DLV hin und her. Darf sie jetzt 3000 starten? Nein, darf sie erstmal nicht. Dann wird ihr angeboten, sie kann über 1500 starten und so weiter. Ja, da frage ich mich dann auch, so eine Athletin darf dann nicht starten, aber eine Triathletin, die im Triathlon-Olympiakader ist, darf starten. Und dann, wo ziehen wir dann auch die Grenze? Darf als nächstes dann auch
Ja, der Schwimmer starten oder der Dressurreiter, wenn er im Olympiakader ist, oder auch der Turmspringer. Ja, Tom Pitcock noch, der ist auch schnell. Ja, Tom Pitcock natürlich, der hätte die 3000 Meter gewonnen, aber mit einer Runde Vorsprung. Da müssten wir jetzt mal spitzfindig in die Nominierungskriterien schauen, ob der Bundeskader auch als Leichtathletik-Bundeskader definiert steht war oder nirgends. ob dann externe Sportler sagen konnten. Na, dann zählt der Bundeskader ganz generell, egal in welcher Sportart. Vielleicht Ja, war das das steht auch Problem. so drin. Ja, steht so drin. Es zählt ja generell Olympiakader, Perspektivkader und so weiter, wie sie heißen. So steht es auch drin. Es steht nicht die Sportart drin. Also ich Das finde wäre es doch auch mal ein voll. Highlight, wenn ein Dartspieler oder Schachspieler sich an die Startlinie stellen dürfte. Absolut. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn es genug Plätze gibt und sie startet. Und sie hat ja auch sportlich absolut gezeigt, dass sie da dazugehört. Sie durfte ja schon im Sommer nicht bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig draußen starten, weil da war ja ein ähnlicher Fall. Dieses Mal wurde es dann irgendwie anders entschieden. Und falls jetzt auch der Fall gewesen sein sollte, dass sonst niemand an den Start gehen will, ist es auch absolut okay. Aber wenn jetzt wirklich dadurch anderen Leichtathleten der Startplatz weggenommen wird und so wichtig ist ja Leichtathletik am Ende dann auch nicht, sie verzichtet jetzt auf die Teilnahme bei den Halleneuropameisterschaft, macht dann doch lieber Triathlon-Training, was ich auch absolut verstehen kann. Aber dann so als Hobbyausflug die deutschen Meisterschaften mitzunehmen und sonst eigentlich dort nicht in Erscheinung zu treten und dann darf jemand anders nicht starten, der Leichtathlet ist, finde ich jetzt nicht so cool. Gebe ich dir recht, ich hatte das von der Svenja Pingpong auch gelesen, da gab es ja auch einen längeren Zeitungsartikel zu und fand da die Vorgehensweise auch sehr kritisch. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive auch nur sagen, dass es bei mir gut gegangen ist. Ich bin auch nur über ein Sonderstartrecht an die Startlinie gekommen, weil die offiziellen Nominierungskriterien für die deutschen Hallenmeisterschaften hatte ich auch nicht erfüllt, muss man fairerweise sagen. Also ich hatte weder die Norm aus dem letzten Jahr, noch hatte ich den Kaderstatus. Das heißt, das ging auch nur über ein Sonderstartrecht. Und bei der Svenja Pingpong dieses Hin und Her, dass man erst sagt, du kannst über die eigentliche Strecke, die du laufen möchtest, nicht starten. Dann sieht sie später, da starten aber zwei, die langsamer als sie unterwegs sind. Dann fragt sie nochmal nach, wird wieder auf die andere Strecke zurückgeschoben, dass man sich da irgendwann veräppelt vorkommt, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist was grundsätzlich, finde ich, manchmal schwierig ist. Auch bei uns im Verband, dass die Kriterien manchmal eben in vielerlei Hinsicht, ob es den Kader angeht oder solche Startplätze bei Meisterschaften, nicht immer ganz nachvollziehbar sind. Ja gut, in anderen Ländern ist das ja trotzdem auch so. Ne? Kennt der Therese Johaug, die irgendwie auch bei über 10.000 Meter startet, nationalen Meisterschaften in Norwegen und dort irgendwie EM-Norm läuft. Ne? Irgendwie, ich glaube, die ist in 31,40 oder irgend sowas gelaufen. Und dann natürlich das auch als Ausflug nimmt, um halt Aber mal. es war, Alex, es waren ja keine Corona-Zeiten, wo sie anderen Leuten Startplatz wegnimmt. Ich Ja, habe okay. auch überhaupt nichts dagegen, wenn Laura Lindemann da an den Start geht. Da hast du mich missverstanden. Das ist ja, ich finde es auch sogar gut, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es sind jetzt ja begrenzte Startplätze. Wir hatten ja über 3000, maximal, was waren es, Marcel, glaube ich, 8 oder 10 Teilnehmer, die überhaupt starten durften. Darum 10, geht es ja. mir ja. Das ist dann begrenzt. Das ist normalerweise bei deutschen Meisterschaften, alle, die die Norm haben, dürfen auch starten. In einem Jahr sind es dann irgendwie 25, im nächsten sind es 18. Da geht man dann eine Person hoch und runter. Das geht dieses Jahr nicht. Es geht jetzt bei den Hallenmeisterschaften nicht. Es ging in Braunschweig nicht. Und dann gucken halt irgendwelche in die Röhre. Und das ist das Problem, was ich damit habe, dass dann halt die sagen, ja, okay, wir sind Triathleten und wir nehmen jetzt alle Wettkämpfe mit, was wir haben können. Es gibt auch gerade keine Triathlons. Ja, gut, das ist eine Laufveranstaltung, deutsche Meisterschaft, nehme ich mit. Und damit habe ich halt ein Problem. Ja, okay. Nachvollziehbar. Also Ja. finde ich nachvollziehbar. Vor allem unter dem Aspekt, wenn dann andere in die Röhre gucken. Und das war ja auch schon ein Grundthema bei den Meetingveranstaltungen vorher, dass es oft einfach sehr undurchsichtig war, wer Startplätze bekommen hat und wenn nicht. Wie gesagt, also es wurden immer Kriterien auferlegt, dass es hieß Berufssportler oder Kadersportler. Aber wenn man sich am Ende die Start- und Ergebnislisten anschaut, dann wurde doch sehr oft wieder irgendwie hintenrum entschieden, ohne dass man diese Kriterien immer angewendet hatte. Ja, Markus, gebe ich dir recht, ja, das darfst du nicht von der Konstellation her über den Kamm scheren, das ist schon richtig. Ja, schon ganz anderes Setting. Ja. Ansonsten ist Steffen Justus ist ja auch schon als Triathlet oft bei deutschen Meisterschaften mitgelaufen. Auch bei deutschen Cross-Meisterschaften hat das ja den Leichtathletik-Spezialisten teilweise richtig gezeigt. Finde ich auch super, dass er dort mitmacht oder dass andere Triathleten bei Laufveranstaltungen mitmachen. Ja, das ist ja
generell wünschenswert und ja, bereichert auch den Laufsport. Ja, hätten wir es soweit, oder? Die DM haben wir jetzt fast in einer Stunde sehr intensiv besprochen. Trotzdem die EM, ja. Marcel, das ist deine erste EM, man kann es irgendwie gar nicht glauben, ja. Aber erste Hallen-EM, von daher auch nochmal ein cooler Höhepunkt. Und ich glaube, du freust dich natürlich, da dabei zu sein, ja. Total, ich freue mich drauf. Es ist nicht die erste EM, aber die erste Hallen-EM. Und ja, bin gespannt, was mich erwartet. Markus hat mir vorhin ja schon erklärt, dass dieses Jahr 79 Leute in Europa unter 8 Minuten gelaufen sind. Dieses Jahr, versteht sich. Das heißt, das Niveau dort wird sicherlich sehr, sehr hoch sein. Wenn man sich die aktuellen Hallenrennen anschaut, dann ja, bin ich mir sicher, dass es wahrscheinlich selten so ein hohes Niveau gab oder so eine enge Leistungsdichte wie dieses Jahr. Kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob die Carbon Spikes eine gewisse Rolle dabei spielen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die ersten Hallen-Europameisterschaften. Bin gespannt, wie es dort vor Ort aussieht. Es ist jetzt doch nochmal was anderes, ein nationales Hygienekonzept umzusetzen und bei deutschen Meisterschaften zu starten, als eine Europameisterschaft auszurichten. Könnte vielleicht auch im Kleinen ein Hinweis darauf sein, wie könnte das bei Olympischen Spielen oder im Sommer aussehen und funktionieren. Bin gespannt, wie es vor Ort aussieht, bin auf das Rennen gespannt und ja, ich freue mich einfach drauf, vor allem, weil es wirklich unverhofft kam. Ja, wir sind auf jeden Fall auch gespannt, wie das dann für dich laufen wird und auch für die ganzen anderen DLV-Athletinnen und Athleten. Jetzt sind es, glaube ich, noch 9 Tage, also am Wochenende in einer Woche wird es dann soweit sein. Vorlauf bei dir ist ja Samstag. Und das Finale wäre dann am Sonntag. Ja. Was hast du dir so erhofft? Wie sieht der Optimalfall für dich aus vom Rennausgang? Also ich muss gestehen, dadurch, dass ich bis vor 2 Tagen noch gar nicht daran gedacht hatte, dass das überhaupt zu einer Nominierung kommt, habe ich mir gar nicht so lang und ausgiebig Gedanken darüber machen können, weil diese Nominierung jetzt auch ein paar organisatorische Schritte mit sich gebracht hat. Ich musste jetzt eine Sportuntersuchung machen, ein PCR-Test muss organisiert werden. Die Klamotten sind natürlich noch nicht da. Also das kam jetzt alles so Schlag auf Schlag. Man muss mittlerweile einen Anti-Doping-Online-Kurs belegen und ein Zertifikat und ein Diplom dort abschließen, dass man bei den Hallen-Europameisterschaften oder generell bei solchen Meisterschaften starten darf. Das kam jetzt alles geballt die letzten Tage irgendwie auf mich zu, sodass ich noch keine ruhige Sekunde hatte, mir mal irgendwie Gedanken über meinen Start und über das Rennen machen zu können. Wenn ihr mich jetzt so fragt und ich das mir jetzt gerade durch den Kopf gehen lasse, klar möchte ich dort nicht hinfahren und einfach nur mitjoggen und sagen, ich bin dabei gewesen, ganz sicher nicht. Ich hoffe, dass ich das, was ich bei den deutschen Meisterschaften im Kleinen umsetzen konnte, vielleicht eine Nummer größer bei der Hallen eben umsetzen kann. Also nicht, dass ich die Silbermedaille gewinnen will, aber dass ich in einem taktischen Rennen mich gut positionieren kann und es vielleicht auch schaffen kann, mich fürs Finale zu qualifizieren, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Wenn man sich das Leistungsniveau dieses Jahr anguckt und wenn man bedenkt, dass ich dort an dem Wochenende ohne Carbon Spikes am Start stehen werde, dann darf man natürlich gewisse Zweifel auch dahinter setzen, ob es so leicht wird. Ja, das, die Schuhdebatte wieder, das ist natürlich schon irgendwie wieder ärgerlich, ne? Aber nichtdestotrotz, ich meine, du sagst ja selbst, bist da auf einem guten Weg und willst dann, hast auch was auf dem Kasten und willst natürlich auch das Finale wird schon schwer, oder? Was denkst du? Ich glaube, dass es schwer wird, ja, absolut. Also wenn man sich die nicht nur anschaut, dass 79 Athleten unter 8 Minuten gelaufen sind, sondern wenn man sich anguckt, wie die Athleten, mit was für Zeiten die dastehen, die eben jetzt bei der EM starten, da starten ja keine 79 Athleten, dann sind da 47 bis 47 nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall. Das heißt, es ist ganz sicher wirklich schwer, dort fürs Finale einen Platz zu ergattern. Nichtsdestotrotz sind es Meisterschaften, die immer ihre eigenen Gesetze haben, wo man einfach nicht nur nach der Papierform gehen kann. Also der platte Spruch, ja, Meisterschaften haben ihre eigenen Gesetze. Aber es ist nun mal so, so wie bei den deutschen Hallenmeisterschaften jetzt auch. Man kann nicht die Bestzeit nehmen und sagen, ja, dann wird es halt schon so ausgehen. Sondern sobald taktiert wird, ändert sich sehr viel. Und darauf hoffe ich. Klar, also das ist ja immer so, ne, dass in der Situation natürlich ganz andere Sachen passieren können. Und ja, das genau.
Eine Frage noch, jetzt sind es noch ungefähr 9 Tage bis Samstag sind ja die ersten Vorläufe. Was machst du jetzt noch? Also die letzten Tage, wie gesagt, Sportuntersuchung, Online-Zertifikat, PCR-Test organisieren, gucken, dass die Klamotten kommen, alles abstimmen. Da war irgendwie gefühltes Training fast Nebensache und erstmal die Formalia schaffen, dass ich anreisen kann. Ich werde sicherlich jetzt am Samstag und auch am Montag nochmal eine Tempoeinheit machen im Hinblick auf die Hallen-Europameisterschaft. Ich habe gestern nochmal eine knackige Tempoeinheit gemacht. Natürlich auch alles spontan mit meinem Trainer dann noch umgeplant. Wir hatten ja eigentlich gedacht, die Hallensaison ist vorbei. Ich hätte im Normalfall jetzt 1-2 Straßenläufe gemacht und längere Kanten gemacht. Das heißt, da haben wir alles nochmal ein bisschen abgeändert. Aber auf der anderen Seite bringt es jetzt auch nichts mehr, völlig verrückt jetzt was übers Knie zu brechen und zu meinen, ich kann jetzt in einer Woche nochmal riesige Umfänge machen und katapultiere mich nochmal auf ein ganz neues Niveau. Ich muss jetzt darauf vertrauen, dass das Niveau da ist, dass ich das von der Hallen-DM einfach als Durchputzer mitnehmen kann und mit 2-3 knackigen Einheiten bis dahin muss ich auskommen. Ja, und der Online-Test, das interessiert mich. Hast du den jetzt schon gemacht, also was hier die Anti-Doping-Bestimmungen betrifft? Was waren das so für Fragen dabei? Das nennt sich iRunClean-Zertifikat. Dort kann man auf die Homepage gehen, iRunClean, und macht dort quasi einen Online-Kurs mit den aktuellen Anti-Doping-Regeln, mit Werten im Sport, Fair Play, wie geht man damit um, wenn man irgendwie mitbekommt, dass jemand dopt, wie geht man mit den eigenen Gefühlen und Emotionen im Leistungssport um, was macht man, wenn man sich verletzt, greift man dann zu Dopingmitteln oder glaubt man an den fairen Sport und lässt sich Zeit. Also das sind so Kurzvideos, die man sich anschaut, dann bekommt man teilweise Infos, teilweise Szenarien und bekommt dann zu diesen Szenarien direkt die Fragen, so ein bisschen als Kontrolle, dass man sich es auch durchgelesen hat und nicht einfach durchklickt. Und es sind 8 bis 9 Module, die man da durcharbeitet. Das klingt jetzt so unglaublich viel. Es ist dann schon. Hätte ich jetzt gefragt, bist du da? Nee, also man sitzt jetzt nicht. Nee, man sitzt nicht 2 Tage dran. Ich glaube 1,5 bis 2 Stunden oder so. Aber war mir auch neu. Ich muss auch sagen, dass ich erst habe ich gedacht, was soll denn der Mist? Also nicht, weil ich es Mist finde, sich mit Anti-Doping zu beschäftigen, aber weil ich denke, das sollte man auch ohne so ein iRunClean-Zertifikat machen, wo sich jeder durchklicken kann. Und die Fragen sind dann auch nicht schwer, wenn man zugehört hat. Es ist einfach nur, keine Ahnung, in dem Video wird gesagt, wenn man in Adams ist und seine Stundenregel hat, dann muss man zu der Stunde immer anwesend sein und darf dann nicht auch irgendwo außerhalb sein, muss direkt die Tür aufmachen und so weiter. Dann kommt direkt danach die Frage, was passiert, wenn man in der 1-Stunden-Regel nicht vor Ort ist. Also es ist wirklich leicht, das dann zu beantworten. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich gar nicht so verkehrt, einfach wirklich, dass sich jeder mal hinsetzt und 2 Stunden Sachen, die man eigentlich wissen sollte, aber trotzdem nochmal zu Gemüte führt, manchmal vielleicht auch manche Details sich nochmal vor Augen führt und einfach nochmal daran erinnert wird, dass selbst wenn einem selbst das vielleicht manchmal trivial vorkommt und selbstverständlich vorkommt, einfach daran zu denken, dass es vielleicht nicht bei jedem der Fall ist und einfach damit konfrontiert zu werden, weil das wird dort schon getan, dass man auch so 2 Szenarien hat, was passiert, wenn man dopt und wie, was passiert da im Körper, was passiert psychisch und kann passieren, wenn man das tut. Das mag für den einen trivial sein, für den anderen aber vielleicht in so einem Moment auch zum Nachdenken anregen. Deswegen fand ich es wirklich eigentlich ganz gut, dass das so gemacht wurde und jeder klickt sich durch und hat am Ende dann so ein Zertifikat, dass er das durchgearbeitet hat. Das war jetzt auch von der Themenvielfalt, ne, schon sehr, sehr üppig, also sehr umfassend beleuchtet, was du gerade erzählt hattest. Und ich meine, es wird ja häufig davon gesprochen, ne, Präventionsarbeit zu leisten im Doping oder zum Thema Doping. Und es ist doch cool, wenn das zentral gesteuert vom Verband passiert und jeder da irgendwie sich damit auseinandersetzen muss. Also Schaden tut es auf jeden Fall nicht, ja. Glaube ich auch nicht. Das ist ein entscheidender Punkt. Also ich glaube, dass es, wenn überhaupt, einen kleinen positiven Effekt hat, einen negativen sicherlich nicht. Also die Stunde kann man investieren oder die 2. Und werden da auch so ganz, wurden da so noch so krasse Nebenwirkungen und irgendwas noch mit genannt? Ja, also es wirklich, wie gesagt, es sind 9 Themenblöcke. Ein Themenblock war wirklich, was für Auswirkungen hat Doping, psychisch und physisch. Ja, also wirklich von... Das ist eher negativ, aber auch an der Stelle. Ja, natürlich negativ. Ja. Also es wurde so ein Szenario gezeichnet, dass man, also es waren immer so Videos, ein Athlet verletzt sich und trainiert auf eine große Meisterschaft.
Und was passiert, wenn er sich für den Weg entscheidet, die Verletzung auszukurieren, das in Kauf zu nehmen, dass er Trainingseinheiten verpassen wird und dann aber sich langsam wieder rantastet, versus was passiert, wenn er eben Dopingmittel nimmt, um diesen Verletzungsrückstand dann wieder aufzuholen. In beiden Fällen gewinnt er die Meisterschaft und in beiden Fällen wird dann aber so ein bisschen beleuchtet, wie man sich danach auch fühlt. Also wie fühlt sich ein dritter Platz an, den man sauber erreicht hat, versus wie fühlt sich ein erster Platz an, den man eben mit verbotenen Mitteln erreicht hat. Jetzt mal unabhängig davon, dass ein Gewissensbisse plagen können, einfach auch zumindest bei jedem immer die Angst im Nacken sitzt, was ist, wenn ich erwischt werde? Kontrollen werden ja heutzutage eingefroren, können jahrelang später noch nachkontrolliert werden. So das alles mal diese Szenarien durchzuspielen, mag erstmal trivial erscheinen, aber wenn man es dann wirklich macht und sich vor Augen führt und darauf einlässt, finde ich es eine gute Sache. Könnte ich jetzt diesen Test auch machen? Probier das mal. Also ironclean.com, soweit ich mich erinnern kann. Und dann kann man dieses Zertifikat, ich habe mich nur mit Namen, Geburtsdatum, Athlet, Kader und so weiter, registriert man sich. Aber wenn du das jetzt machen würdest und das einfach anklicken würdest, als wärst du Athlet, aktiver Athlet, glaube ich, dass du dieses Zertifikat machen kannst. Kannst du immer machen. Oder probier es mal. Könnte funktionieren, ja. Ich mache das mal. Also interessiert und mich. Welche Disziplin gibst du dann an? Ich? Marathon? Keine Ahnung. Ja, stimmt. Kugelstoße. Gibt es da verschiedene? Es gibt Kategorien Athlet, Masterathlet, Coach, Funktionär, Elternteil oder Begleitung. Ich wusste, Markus, dass du sofort nachguckst. Na klar. Ja. Markus hat das Zertifikat gerade schon durchgemacht, während wir darüber gesprochen haben. Ja. Nein, aber das ich. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Mal gucken, ob ich auch Zeit habe, aber ich schreibe mir das auf und wenn vielleicht mache ich das mit meiner Tochter zusammen. Wenn du sagst, die Antworten sind leicht, dann wenn man zuhört und aufpasst, sind sie leicht, ja. Dann gibt es ein schönes Frühjahrseis, ja. Ich klicke mich da jetzt durch und höre nicht zu, funktioniert nicht. Nein. Aber welche Kategorie? Markus, was würdest du machen? Trainer? Masterathlet? Masterathlet. Ne? Dann gibt es ein Eis, aber nur das Eis von der Kölner Liste. Das Anti-Doping-Eis. Strava Record Holder könntest du vielleicht eingeben. Das wäre auch noch eine Idee. Genau. Dich mit deinen Strava-Segmenten irgendwie qualifizieren. Ja, ich glaube, gerade im Breitensport wäre es wichtig, das mal durchzuführen. Da sollen ja die größten Dopingvergehen stattfinden. Ja, aber da kannst du schon mal nicht irgendwie argumentieren, dass die Leute Angst haben, dass sie irgendwie erwischt werden, dass irgendwelche Proben eingefroren werden. Auch wieder wahr. Deswegen wird es da schon schwieriger. Ja gut, ich würde sagen, haben wir es soweit für heute. Wir sind natürlich gespannt auf die Hallen-EM und hoffen, Marcel, dass bei dir die Vorbereitung, die unmittelbare, bis dahin noch reibungslos vonstatten geht. Dankeschön, das hoffe ich auch. Ja, Livestream wird es geben. Wir schauen, wie der Fokus ist. Wie dieses Magnesia wieder durch die Hände gepudert wird. Nein. Ja, das läuft meistens besser, ne? Oder? Bei den europäischen. Ja, ein bisschen. Rennen. Ja, ne? Fand ich eigentlich auch. Ja, also genau, wie immer, bleibt gesund. Wir freuen uns auf das Rennen. Und dann wollen wir es eigentlich diesmal so machen, ne, dass wir uns dann gleich nach der EM schon nochmal hören, weil das ist ja irgendwie schon spannend und vielleicht machen wir das gleich im Anschluss nach der Woche, ja? Oder in der Woche, die danach stattfindet ist. Gerne. Gut, dann schönen Tag, wie auch immer, wann ihr immer das hört. Bis bald. Viel Tag ist nicht mehr da. Ja. Zumindest bei uns. Ja, das stimmt. Macht's gut. So, ich hätte noch als Tipp von Marcel, du sollst dir einfach vorm Start die Hände mit Magnesia einreiben, weil dann klebt die Kamera an deinen Händen, Runde für Runde. Dann sieht man zwar nur deine Hände, aber man sieht dich. Sehr gute Idee, das hättest du wirklich auch schon live sagen können. Aber du musst ja die ganze Zeit so die Hände zusammenklatschen, dass ja diese Wolke kommt. Nach jeder Runde oder so. Was macht denn dieser Fair hier? So ein Beutel mitnehmen, ne? So ein Beutel, so ein Magnesia-Beutel einfach an die Laufhose klemmen, dass man das jede Runde machen kann, dass auch jede Runde gezeigt wird. Ja. Dass du immer wieder nachholen kannst, ja. Jetzt ziehst du eine Wolke hinter dir her.
Kann vielleicht auch ganz gut deine Aerosole beim Ausatmen simulieren, noch so ein bisschen, dass die anderen wissen, wie viel Abstand sie halten müssen. Wenn ich schon nicht um die Medaille mitlaufen kann, kann ich wenigstens ordentlich Staub aufwirbeln in meinem Mann. Genau. Als Ziel. Ja, aber als krass. Ziel für die EM, Screentime mindestens 2 Minuten. Genau. Rest ist egal.